Und hier auf unserer Seite ist die Seite des Rechts. Auf dieser Seite ist die Seite des Wunsches. Jemand von dieser Seite recht sagt, ich habe ein Recht auf. Ich habe ein Recht auf Beten. Sehr schön. Die, die das auch finden, sagen ich auch und gehen rüber auf die andere Seite. Die, die das nicht möchten, bleiben einfach stehen. Sehr einfach. Okay? Jetzt macht jemand von der Wunschseite etwas. Ich wünsche mir Bonbons. Ich wünsche mir Bonbons, viele Bonbons. Alle, die das auch wünschen, laufen mit rüber auf die andere Seite. Also hier ist immer, ich habe ein Recht auf, hier ist immer Wunsch. Wir fangen an mit Recht. Okay. Ein Recht. Ich habe ein Recht, dass ich machen darf, was ich will. Und wer das Recht auch haben will, ich auch. Ich wünsche mir ganz viel Freizeit. Ich auch, sag mal ein bisschen laut. Ich auch, ich auch, ich auch. Ich habe ein Recht auf Freunde. Auf Freunde, toll. Ein Recht auf Freunde. Sehr gut. Alle gehen mit, wunderbar. Letzter Wunsch für heute. Ich wünsche mir mehr Ferien. Mehr Ferien. Und wer wünscht sich noch mehr Ferien, geht mit. Okay, ich sage mal Applaus, das war toll, schöne Wünsche. Welches Recht man sich wünschen würde. Und ich fand es recht wichtig, dass also auch, dass jeder gleich behandelt wurde und dass keiner von einer Gruppe ausgeschlossen wird, egal wie er ist, auch wenn er, also, wenn er aus anderen Ländern kommt oder dunkelhäutig ist oder so. Also dass alle halt, wie gesagt, gleich behandelt werden. Also wir haben zuerst zwei Themen besprochen. Erstens, dass Kinder viel Freizeit haben sollen und nicht die ganze Zeit nur Hausaufgaben machen müssen. Wir hatten uns eher auf das Thema freie Berichterstattung und Medien konzentriert, weil ich das für sehr wichtig halte, dass Kinder vor allem und auch eigentlich jeder Mensch ein Recht darauf hat, zu erfahren, was er möchte. Also zum Beispiel das Recht, Freunde zu haben, gesund zu sein und ja sowas. Dass jedes Kind ein Dach über dem Kopf hat.
Ja, das mit dem Dach über dem Kopf ist ja schon richtig. Ich habe auch schon einige Bilder gesehen, ein Recht auf ein Zuhause, auf ein schönes Zuhause. Was war denn euer Thema in eurer Gruppe? Das waren ganz verschiedene Themen. Und wir haben uns ausgedacht, dass alle Kinder Freiheit haben. Wir hatten jetzt uns auf das Recht auf Gleichberechtigung spezialisiert, was wir sehr wichtig fanden, weil es einfach immer wieder vorkommt, dass auch Kinder an Schulen halt diskriminiert werden, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie was anderes anhaben, weil die Eltern nicht so reich sind. Und ich finde, das ist eine Sache, die sollte eigentlich nicht vorkommen, weil wir haben auch das Recht darauf, alle gleich behandelt zu werden, egal wie verschieden wir sind. Ja. Sehr schön. Sind denn alle bereit? Jetzt frage ich mal so. Ja? Soll es losgehen? Habt ihr alle eure Wünsche dran gemacht? Ja, wunderbar. Also, dann auf die Plätze und fertig. Und jetzt aber los! Hey, schön.